Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Seitensprünge sind im echten Leben böse. In Legends sind die aber nur zu empfehlen und machen echt Spaß. Ich habe hier ein Agro-Deck erstellt, bestehend aus Deep-Kreaturen und dem allen möglichen, was eben die Seiten switcht. Ich möchte mit euch mal so ein paar Strategien durchgehen. Wir haben hier zum Beispiel die Deep-Kreaturen, auf die es halt eben auch ankommt. Hier mit dem Blutpaktboten ziehen wir einfach mal gut Karten nach. Genauso wie mit dem Goblin-Laurer, damit könnten wir unser Ahornschild mit auf die Hand nehmen, was dann auch noch recht wichtig wird. So, dann haben wir unseren tapferen Beutelschneider, der bekommt immer 1-1 dazu und hat halt eben noch Prophezeiung, das ist ganz praktisch. Und das ist eigentlich so eine der mächtigsten Karten in diesem Deck. Der Wachposten, bei ihr verdoppelt sich die Macht und die Gesundheit stetig. Also ständig, wenn wir angreifen. Und wenn wir sowas halt mit dem Meister der Diebe kombinieren und dann noch eine Laute geben, was den Träger halt eben immun gegen Verstummen macht, und noch ein Ahornschild zum Beispiel, dann geht die ganze Sache viel, viel schneller. Und wenn die mal irgendwie 4 Angriffe hat und in der nächsten Runde hat sie dann auf einmal 8, dann macht die schon ziemlich Bam und mit 16 ist es dann schon wieder fast vorbei. Und diese Kreaturen, also die wir mächtig machen wollen, die können wir dann natürlich mit sowas wie Schattenwechsel, dem großen Ball oder Schattenschleiche, sowas können wir immer wieder decken, beschützen und vor allem hier mit, zum Beispiel mit dem flinken Schlag nochmal erweitern. Wenn sie zum Beispiel schon 6 Angriffe hat, und wir machen den flinken Schlag, dann können wir direkt mit 16 dann nochmal angreifen. Also mit 6 angreifen, hat sie 16, dann noch direkt nochmal mit 16 zu Ende bringen. Das ist dann schon sehr, sehr heftig. Okay. Wir haben noch den Schwanzsafthüter drin. Ich weiß nicht, wie die auf so einen Namen kommen. Oh Mann, oh Mann. Okay, der Schwarzsafthüter, um einfach mal unsere Kreatur noch ein bisschen verteidigen zu können. Ansonsten Schlüsselkreaturen, natürlich Meister der Diebe, dass die einfach zweimal angreifen können. Schlag des Mönchen, um Leben zurückzubekommen, weil wir werden auf jeden Fall welches verlieren, weil wir uns eher auf Face Damage statt auf Schutz konzentrieren. Und dann unsere Deep-Kreaturen halt eben, sie bekommt genauso plus 1, plus 1 und darf in jedem Zug zweimal angreifen. Das ist schon sehr, sehr heftig und sie kann sehr, sehr mächtig werden. Empfehle ich euch natürlich dreimal ins Deck zu tun. Ich habe sie jetzt leider nur einmal und kann leider nichts mehr craften. So, dann habe ich noch die Quinn Knur Einbrecherin und bei sehr viel Luck, falls der Gegner schon sehr viele Aktionskarten ausgespielt hat, um die kleinen Kreaturen fertig zu machen, könnten wir mit der Einbrecherin nochmal Leben zurückgewinnen und die verdoppelt sich natürlich, also kriegt halt immer plus 4, das ist schon recht viel. So, wir können uns hier mit dem Kriegergilden-Rekrut auch noch ein bisschen verteidigen. Hat natürlich auch Provision, wollte ich schon sagen, Prophezeiung. Und ansonsten mit Lauter natürlich herumspielen, gucken, dass du die wichtigsten Karten eben immun gegen Verstummen machst, weil das ist dann schon sehr, sehr nervig, wenn die von 16 auf 1 zurückgeht, die Karte. Dann ist das blöd. Abkömmling von Akatosh eigentlich auch sehr praktisch. Könnt ihr auch ruhig mehrmals reintun, wenn ihr das habt. Habe ich jetzt leider auch nicht. Deswegen ganz gut für den Anfang einfach mal zum Ausspielen. So, ansonsten wechselt die Seiten wie blöde. Ich werde euch jetzt gleich mal ein paar Beispiel-Matches zeigen. Bis gleich auf dem Schlachtfeld. So, das Ahornschild möchten wir später lieber ziehen. Und das will ich in einer meiner Runen haben. So, das ist eigentlich ein super Start. Vor allem haben wir hier auch den Magikerring. So, wir können jetzt unsere tapferen Beutelschneider spielen und die auch durch den Schwanzsafthüter verteidigen. Den Goblin Laurer würde ich jetzt gerade lieber spielen, ehrlich gesagt. Weil wir dann unsere Karte nachziehen. Unser Schild, damit könnten wir ihm dann mehr Verteidigung geben. Würde er nicht so schnell sterben. Jetzt hätte er noch diese Hexe spielen können. Okay, kann uns egal sein in der Hinsicht. Jetzt haben wir unser Ahornschild. Okay.
So, das würde ich gerne dem tapferen Beutelschneider geben. Und ihm dann dementsprechend auch das Schild. Weil ihn möchte ich natürlich stärker machen. Weil wenn er jetzt nochmal so eine Karte spielt, dann kriegt der wenigstens Angriff dazu. Der kann da gar nichts machen. So. Machen wir das erstmal. Hätte halt gern nochmal so ein Schild gezogen, deswegen wäre das schon nicht blöd. So. Jetzt verteidigen wir uns mal. Was er natürlich machen kann, ist jetzt den mit Verwunden zu töten. Ist halt dann bitter, aber ist dann halt so. Wir könnten aber auch auf der anderen Seite. Muss eigentlich noch nicht mal auf der anderen Seite. Wir könnten den tapferen Beutelschneider und die Goblin-Laura spielen. Wäre besser so. Denn ich verteidige mich lieber erst, wenn es was zu verteidigen gibt. Was haben wir denn hier? Okay. So, das ist natürlich eine der Karten, die wir loswerden wollen. Das machen wir direkt auch. Ist der schon mal weg? Gehen wir hier rein. Holen uns den letzten Ahornschild. Könnten jetzt wechseln und direkt reingehen. Es wäre eine Möglichkeit. Möchte ich aber jetzt gerade noch gar nicht tun, weil ich mich doch lieber verteidigen möchte. Was hat er für Möglichkeiten? Also die haben eher Gift und Verwunden. Also er wäre möglich zu töten. Okay, das sieht so ganz gut aus. Also den Ahornschild muss ich jetzt gerade noch gar nicht benutzen. Ich meine, der hätte dann. Ist jetzt so in der Hinsicht noch gar nicht schlimm. Wir haben auch noch kein Leben verloren, deswegen werden wir nur wechseln, wenn es auch wirklich darauf ankommt. Wir killen den hier erstmal. Können hier reingehen, jetzt wird er erstmal gepimpt. So. Aha. Okay, okay, okay. Was wir machen können, weil er kann ihn töten, das ist eher... Er bekommt dann etwas Leben zurück. Das könnten wir akzeptieren. Wir könnten natürlich auch den Kriegergilden-Rekrut spielen und hier switchen. Wir könnten aber dem auch ein Schild geben. Wir gehen erstmal hier rein. Desto weniger Leben hat, desto besser ist die ganze Sache. So. Was wir jetzt machen, wir spielen den Meister der Diebe auch auf dieser Seite, damit er im Schatten ist. Und greifen jetzt nochmal an. Und desto mehr Schaden wir machen können, desto besser ist es. So. Geben ihm noch ein Schild und warten erstmal ab. Also es sieht wirklich sehr gut aus. Der muss hier erstmal durchkommen, um an die starken Kreaturen ranzukommen. Okay, verstummen ist natürlich jetzt bitter. Aber genau dafür haben wir halt unser, wie heißt das, Flaute? So. So, der hier hat immer noch Dieb.
Das heißt, mit ihm können wir schon mal zweimal angreifen. Werden wir jetzt auch tun. Natürlich haben wir jetzt leider kein Ahornschild mehr oder sonst was. Mit mir legt man sich nicht an. So, gehen wir mal rein hier. Diesen hier werdet ihr nicht besiegen. Gehen wir auch hier rein. Ich möchte mir den Schlag des Mönchen ein bisschen aufsparen, weil ich möchte, dass er uns eventuell noch Schaden macht. Wenn es jetzt doch sich noch ein bisschen länger hinzieht. So, an dem muss er dann nämlich erstmal vorbeikommen, was wir ihm erschweren werden. Machen hier lieber erstmal ein bisschen Schaden. Und können dann mit einem schönen Wechsel die erstmal auslöschen. Okay, Ahornschild. So, jetzt muss er erstmal blöd gucken. Und zur Sicherheit bauen wir hier noch eine Verteidigung auf. Falls er doch irgendeinen Wächter auf der Seite spielt. Aber für gewöhnlich ist es ja so, dass die sich eher hier verteidigen wollen. Ist jetzt in der Hinsicht überhaupt nicht schlimm. Eigentlich wollte er bestimmt die hier fesseln. Das ist dämlich, aber das hätte die ganze Sache überhaupt nicht geändert. Ihr habt gesehen, wie sich das Spiel aufbaut, wie ihr das richtig handeln könnt. Und der Gegner kann kaum etwas machen. Er beschützt auf der einen Seite und dann wechselt ihr einfach auf die andere Seite, wenn ihr es gerade haben wollt. Und da gibt es genug Kreaturen in diesem Deck, die das können. Okay, bis zum nächsten Match. Seid gegrüßt. Die Einbrecherin brauchen wir jetzt noch nicht. Den großen Ball auch noch nicht. Den Schwanzsafthüter, den würde ich gerne noch ein bisschen behalten. Auch wenn das eine Prophezeiung ist. Prophezeiung tue ich für gewöhnlich lieber zum Ploppen rein. Aber hier mache ich mal eine Ausnahme, weil wenn wir jetzt eine kleine Kreatur gezogen hätten, dann hätte ich die von vornherein gleich beschützen können. Deswegen wäre mir das lieber gewesen. Okay, in dem Fall natürlich auch gut. Wir können uns hier direkt verteidigen und mit der Kreatur handeln. Denn das ist echt eine böse Karte von Anfang an schon. Seit das Spiel angefangen hat, ist das die absolut böseste Karte. Was heißt böseste? Ist jedenfalls eine der bösen, wie ihr seht. Sehr nervig ist. Okay. Die muss auf jeden Fall erstmal weg. So. Machen wir so. Dann machen wir so. Geben diesem Hiesen noch ein Schild. Und spielen den Straßenräuber. Können wir noch ein paar Karten nachziehen. Immer wieder gut. Jetzt muss der Blödmann erstmal hier durchkommen. Okay, wir könnten durchdringenden Speer benutzen, das machen wir auch. Ansonsten kommen wir an ihm sehr, sehr schwer vorbei. Erstmal eine Karte nachziehen. Die räume ich erstmal hier weg. Nicht, dass ihr die noch zu krass buffen kann, weil so ist er leichter zu handeln. So, Meister der Diebe in der nächsten Runde. Wenn der hier überlebt. So, dann ziehen wir wenigstens zwei Karten nach. Das ist ganz gut. Er versucht halt jetzt das Board voll zu machen. Das ist halt ein Problem, wenn er sie später dann auch verstärkt. So, machen wir das erstmal so. Okay. Wir könnten natürlich auch den Goblin Laura spielen. Nee, nee. Meister der Diebe muss schon her. Ist halt alles andere als on curve, ne? Leute. So können wir ihm dann noch den Schatten verpassen, also Deckung. Und könnten noch den Goblin Laura spielen, um ein paar mehr von dem Schutzschild zu bekommen. Das wäre schon nicht schlecht. Mit mir legt man sich nicht Deswegen an. Machen wir das direkt. Greifen erstmal hier an.
Und wir können dann immer noch den Meister der Diebe spielen. Aber dann, wenn es halt eben am meisten Sinn macht. Weil die wird jetzt gleich krepieren. An die kommt er noch nicht so leicht ran. Aber dadurch stirbt halt seine Karte ebenso. Und dann können wir on curve den Meister der Diebe spielen. Vielleicht ziehen wir dann noch eine 2-Magiker-Karte. Und können die zwei hier schon direkt angreifen. Okay, das ist natürlich gestorben. Jetzt kann nur der hier zweimal angreifen. Und wir würden gleich 2 Schilder nachziehen, wo wir ihm direkt eins geben können. So, wobei das wahrscheinlich gar nicht nötig sein wird. Ich höre und gehorche. Wir fressen sehr, sehr viel Schaden. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Okay, gucken wir erstmal. Wir haben das Ahornschild gezogen, okay. So. Und wir gehen weiter ins Gesicht. Was macht die hier denn noch? Stiehlt die oberste Karte? Das erste, ja, stimmt. Okay, wir könnten jetzt noch einmal angreifen. Wir könnten aber auch diese Hiese spielen. Worauf ich mehr Bock habe. Okay. Hier spielen die Einbrecherin. Der hat da sicherlich was. Also bei der Kombination, also das wäre schon peinlich, wenn er nichts hätte. So, wir geben ihm hier ein Ahornschild. Und geben ihm hier ein Ahornschild. So, damit die nicht so leicht zu töten sind. Weil sonst hätte er hier überall reingehen können. So kann er mit beiden nichts anfangen. Er könnte natürlich jetzt weiter ins Gesicht gehen, aber wenn er die hier nicht tötet, dann ist er fällig. Also ich plädiere immer noch darauf, dass wir schneller Schaden machen können als er. Vor allem dann auch mit dem Schlag des Männchen holen wir uns halt Leben wieder. Vor allem, wenn er die hier jetzt nicht tötet, können wir uns richtig gut Leben zurückholen. Oder wir benutzen natürlich den flinken Schlag, das wäre noch besser. Oder den Meister der Diebe. Ist beides gut. Machen wir so. So. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir greifen erstmal an. Ihr unterschätzt diese hier. So, sie wird gebufft. Jetzt spielen wir den Meister der Diebe. Können hier nochmal angreifen. Perfekt. Und jetzt den flinken Schlag. Und schon ist sie weg. So läuft das, wo ich herkomme. Bäm! Cool, ne? Gefällt mir auch. Schön, dass das geklappt hat. Hätte nicht gedacht, dass die Einbrecherin überlebt. Okay, cool. So, erstmal ein bisschen was an Angriffsstärke holen und dann killen wir die mal direkt. Ahornschild und der Schattenschleicher. Machen wir mal so. Spielen wir den Dünenschmuggler. Wechseln auf die andere Seite. So, machen hier erstmal Schaden. Es ploppt mal keine Prophezeiung, das ist ja unglaublich. Machen wir direkt so. Okay, wir geben ihm die Laute. Dann kann er ihn wenigstens nicht mehr verstummen lassen. Wir switchen mit ihm auf die andere Seite. So, er hat gleich mal einen schönen Buff bekommen. Gehen direkt nochmal rein. Okay, diesmal ist eine Prophezeiung dabei. Okay. Blutspeer. Und er ist gefesselt. Ich hasse es ja. Okay. Machen wir es so.
eine Mordmaschine mit 5 Krallen. Er zählt halt auch richtig Karten nach, ne? Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Okay, er ist sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Du bist nervig. Machen wir so. Zeit, das hier zu beenden. Bäm. Zeit, das hier zu beenden. Bäm. Gott sei Dank. Und Schatten. So. So, perfekt. Er kann nichts machen. Wir ziehen erstmal unsere 2 Karten nach. Und werden jetzt auf jeden Fall den Wachposten spielen. Weil wenn wir jetzt stabil mit ihr hier durchkommen, verdoppelt sie ständig ihren Angriff, also ihre Macht und ihre Gesundheit. Das ist halt perfekt. Nur leider haben wir jetzt keine Switch-Möglichkeit. Und das ist richtig scheiße. Okay. Wir müssen es leider so machen und kurz abwarten, bis uns eine Seitenwechselkarte kommt. Okay, die nimmt er nicht ernst. Ich merke das schon. Deswegen. Perfekt. Machen wir direkt mal so. So, verdoppeln. Die ganze Sache. Spielen noch eine. Wir können halt nur hoffen, dass er sich jetzt nicht hier auf der Seite noch verteidigen kann. Warum dürfte er eigentlich können? Der kann doch immer alles. Siehst du? Aber wir haben ja den durchdringenden Speer und damit kommen wir eigentlich ganz gut durch. So, machen wir direkt mal. Bäm. Geben ihr gleich mal hier das Ahornschild. Damit hat sie schon mal unendlich viel Leben. Und jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht irgendwie doch irgendwas Giftiges hat. Wie lauten eure Absichten? Okay, wir müssen schauen, dass wir die auf die andere Seite bekommen. Sonst wird das schwierig. Jawollo! Okay. Wir können auf jeden Fall auf die andere Seite switchen. Ziehen noch eine Karte nach. Spielen die Blitzklaue. Und geben ihr. Obwohl. Sie sollte lieber nicht verstummt werden. Hier können wir ruhig mal reingehen. Damit wir an der leichter vorbeikommen, wenn es sein muss. Und den Abkömmling spielen wir noch. Außer es ist so, dass du. Ja, Schlag des Mönchen zum Beispiel hast und eine schlagfertige Kreatur, wo du dann doch genug Leben zurück generieren kannst und gleichzeitig Schaden austeilen kannst. Das ist natürlich ganz toll. Aber bei sowas funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Na, könnt ihr es direkt mal knicken. Machen wir so. Fressen noch mehr Schaden. Ich würde sagen, Leute, wir holen uns erstmal Leben. Wir greifen aber vorher hier mal an, damit wir nicht allzu viel Schaden fressen. Prophezeiung. Das wird wunderbar. So. Okay, Leute, wenn wir Glück haben und der es nicht schafft, ihn zu töten, hätten wir eine Chance. Vor allem dadurch, dass wir den durchdringenden Schlag und die Krieg und den Kriegergilden-Rekrut haben und vor allem den flinken Schlag. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Der macht halt Schaden wie blöd, ne? Das wird wunderbar. Das ist halt echt heftig. Das ist so heftig.
Okay, überlegen wir mal. Was können wir tun? Wir könnten sehr viel Schaden machen, ja. Das ist auch unsere einzige Möglichkeit, das jetzt zu tun. Wir greifen an. Haben jetzt 16 Schaden. Mal sehen, wie ihn jemand gefällt, der sich wehrt. Der verteidigt sich auf dieser Seite. Typ. Wir können hier den flinken Schlag einsetzen. Und uns fehlt halt leider ein Schaden, ne? Ja. Mal sehen, wie ihn jemand gefällt, der sich wehrt.